Liebe Leute, ich bin zum Witz des Tages von Lütke Winter. Heute der Führerscheinwitz. Heute ist immer weit. Und liebe Leute, ich bin zum Witz des Tages, wie fast jeden Tag, heute der Führerscheinwitz. Und zwar ist da von Michael Berle. Und Grüße gehen an, von Ihnen an Marco David und Mirko Dietz und ihr könnt mir auch mitschicken über E-Mail, dann könnt ihr noch zwei von euch grüßen. Der Führerscheinwitz, hier geht so, Polizist zum Fahrer, den Führerschein bitte. Fahrer zum Polizisten, wieso, den habe ich doch euch vor 2 Monaten gegeben und habt ihr den bis heute noch nicht wiederbekommen. Habt ihr den wohl verschlampt oder was? Polizist zum Fahrer. Den Führerschein bitte. Fahrer zum Polizisten. Wie, den habe ich doch euch schon vor über 2 Monaten gegeben und noch nicht wiederbekommen. Habt ihr ihn wohl verschlampt oder was? Und Erklärung, die Polizei will den Führerschein sehen bei der Polizeikontrolle. Und da sagte man, ich habe ihn euch schon gegeben und noch nicht wiederbekommen. Das heißt, er war schon besoffen und musste den abgeben oder so. Und anscheinend weiß er nicht, dass man ohne Führerschein nicht fahren darf und dass er immer weg ist, dass man den neu beantragen muss oder zurückbekommen muss. Wie, den habe ich euch schon 2 Monaten gegeben. Habt ihr wohl verschlampt, was?